Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing! Goodie Box, Welcome Box! What? Es hat keiner über den Link bestellt. Aber trotzdem habe ich für März nochmal eine Welcome Box bekommen. Finde ich schön, vielen Dank. Und die Verlosung ist auch ausgelost. Leute. Passt auf. Ich habe extra im Video gesagt, es dauert ein bisschen länger. Und 3 Tage nach Verlosungsende kamen schon Nachrichten, ob denn endlich auch mal irgendwann noch mal das Gewinnspiel ausgelost wird. Leute, 3 Tage nach Verlosungsende. Und ich sage noch, es dauert ein bisschen länger. Ich habe Kleinkind hier. Ich habe ein Kind mit besonderen Bedürfnissen hier. Ich sag's doch extra. Was ist das? Leute, macht das nicht mehr, sonst verlose ich nichts mehr. Ich habe die Gewinnerin auch angepinnt und sie hat sich auch schon gemeldet. Ja. Lass das. Es geht los. Goodie Box, Welcome Box. A big welcome to Happy Self-Care. Und Wert der Box sind 107,50 €. Und ich habe einen Link für euch, da könnt ihr 50% sparen. Ist alles in der Infobox. Jetzt geht's aber erstmal los mit Produkt Nummer 1. Ich öffne das Ganze. Neues. Guess what? You'll be naked in a minute. Coffee Scrub. Das finde ich sehr, sehr gut. Muss man danach aber ein bisschen die Dusche putzen. Also vielleicht eine Badewanne machen oder so. Aber das ist cool. Also ich mag das. Ich finde, das riecht gut, das peelt auch gut, aber ist schon ein bisschen eine Sauerei, muss ich sagen. Das kostet 4 €. Ist eine Travel Size Frank Body. Das ist cool. Das kenne ich aber schon. Aber wie gesagt, es ist die Welcome Box. Ist jetzt nicht die monatliche Box. Die bekomme ich aber auch noch. Aber ist noch nicht da. Dann. Oh oh. Ich glaube, das ist. Ja, da ist ein bisschen daneben gegangen. Aber nicht viel. Moment. Ist nämlich ein Bananapowder. Und das kenne ich. Und. Aber das ist zu. Da ist ein bisschen was draußen, aber das ist eigentlich zugeklebt. Ich sehe das nämlich. Ich glaube, das ist beim Abfüllen dann passiert. Aber gut, macht ja nichts. Ist jetzt halt ein bisschen staubig gerade. Ist ein bisschen extra Produkt dann. Weil, wie gesagt, das Produkt ist eigentlich noch verschlossen. Banana Setting Powder. So sieht's aus. Da habe ich ja auch mal vor ein paar Jahren verschiedene getestet. Und ich glaube, das war auch dabei. Und ich glaube, das war nicht schlecht. Aber da muss ich mal gucken, dass ich das sauber gemacht bekomme. Genau. Und ich glaube, das ist auch nicht günstig. Kostet 20 € Full-Size-Produkt von Bella Pierre. In der Variante Light. Mal gucken, da werde ich mir das irgendwo in ein Becherchen umfüllen, sauber machen, weil, wie gesagt, das Originalprodukt ist noch verschlossen. Dann haben wir drin einen Puderpinsel. Und das finde ich eigentlich ganz gut, weil wir auch einen Puder drin haben und der auch ein bisschen vollgepudert schon ist, aber macht nichts. Und der ist mit Glitzer mega schön. Gucken wir uns an. Ist von Nire Beauty in der Glitter Edition die 101 Plush Powder. So sieht der aus. Super schöner Pinsel. Gefällt mir. Auch ein schönes Teilchen auf jeden Fall.
sehr cool und passt halt auch, weil ja auch das Puder drin ist. Also das finde ich wirklich sehr cool. Auch nicht schlecht. Kostet 16 Euro und ist ein Full-Size-Produkt. Na sowas, ein halber Pinsel, das wäre es doch mal, oder? Dann haben wir noch drin, und das kenne ich auch, das ist jetzt kein Produkt für mich, aber ich kenne auch Leute, die das richtig, richtig gut finden. Balance Me AHA Glow Mask. Sieht so aus. War auch schon in verschiedenen Boxen. In der Welcome Box sind ja die beliebtesten Produkte in der Box meistens drin, dass man das, wenn man neu dazustößt zum Abo quasi, dann das Beste aus vergangenen Boxen mal ausprobieren kann. Und das finde ich eigentlich nicht schlecht. Das kostet... Das ist das extra, das Goodie Goodie. Das Goodie aus der Goodie Box. Wo ist es? Nein, das ist es nicht. Das ist ein anderes. Da ist immer ein Goodie in der Goodie Box nochmal drin bei der Welcome Box. 17,50 Euro kostet das. Das ist eine Travel Size, 20 Milliliter. Dann kann man das Ganze mal austesten. Auch cooles Produkt auf jeden Fall. Dann haben wir ein Produkt drin, das habe ich, glaube, schon einmal auf jeden Fall aufgebraucht. Ich muss das alles ein bisschen sauber machen, jetzt hier wegen dem Puder. Einmal auf jeden Fall aufgebraucht und ich glaube, ich habe es noch zweimal im Schrank und ich habe es, glaube ich, auch schon einmal weitergegeben. Aber es ist ein sehr, sehr gutes Produkt. Ich fand das toll. Deswegen habe ich mir das auch noch zweimal aufgehoben. Mal gucken, ob ich das jetzt mal noch aufhebe, weil das ist unten verschlossen. Das ist das Produkt. Hier ist ein Shampoo von Terre de Mars. Ist die Redition Revitalizing Edition. Und das kostet 19 Euro. Wie gesagt, ich fand das sehr, sehr gut. Ich bin da eigentlich nicht traurig drüber, dass das jetzt so oft drin war. Ich teste halt auch gerne mal anderes aus. Und wechsle da gerne ab. Aber wenn es gut war und das so teuer ist, finde ich das auch schön, wenn ich das immer mal wieder im Backup habe. Und ich werde mir das auch ins Backup legen, weil Shampoo kann ich auch immer gebrauchen. Ich meine, Haare müssen auch immer gewaschen werden. Und genau, deswegen, ja, ich glaube, einmal habe ich es mal weitergegeben, weil ich dachte, komm, ich habe genug. Und ja, aber finde ich auch gut. Ist ein schönes Produkt. Dann, das finde ich cool und das werden wir uns auch gleich mal anschauen. Das ist alles sehr, sehr gut verschlossen. Ich glaube, da ist beim Abfüllen was schief gelaufen bei dem Puder. Aber da ist jetzt noch ein Lipstick drin und ich meine, den habe ich noch nicht. Von Isadora. Ich habe meinen Lippenstift vorhin abgemacht, weil ich was gegessen habe und dann mag ich das nicht. Ups. Fast verloren. Das öffne ich mal. Das ist nämlich auch verschweißt. Lip Desire Sculpting Lipstick. 16 Euro. So sieht das Ganze aus. Und ich glaube, von der Farbe her ist das was für mich. Wow, das sieht so schön aus. Guckt mal. Ich werde das auf jeden Fall jetzt mal ausprobieren. Ist mit ein bisschen Schimmer. Habe ich mir ein bisschen dunkler vorgestellt und ich dachte auch matt, aber macht nichts. Probier es aus. Okay, nee, habe ich mir anders vorgestellt. Leute, ihr wisst, ich bin ehrlich. Was ist das wieder für ein Video? Nee. Mag ich nicht. Ich finde, das steht mir überhaupt gar nicht. Nee. Nee. Nee, einfach nee. Oh, schade. Das habe ich schon angedatscht. Ja. Weil so sieht es eigentlich ganz schön aus. Aber ich finde, das steht mir null. Gar nicht sehr aus wie die. Die Mama Ochsenknecht. Nee, also, nope. Da frage ich auch mal meine Freundin. Ich habe mir das jetzt nur drauf geschmiert. Kann man ja ein bisschen abmachen und dann desinfizieren und dann ist auch gut. Aber, oh nee. Weiß ich nicht. Fühle ich gar nicht.
Schade. Hat gut angefangen, aber nicht ganz so gut aufgehört. Ja, Mist, ne? Nee, aber mag ich gar nicht. Da frage ich sie. Wenn nicht, dann gibt sie es ihren Mädels weiter. Dann das letzte Produkt, was drin ist. Und ich habe das noch irgendwo im Backup, weil ich mir das nachbestellt habe. Ich finde das so gut, dass ich mir das letztens nachbestellt habe im Goodiebox-Shop. Das wird dann mit der Box zusammengeliefert. Das war dann ganz gut. Und ja, weil ich das schon mal hatte aus meiner ersten Welcome-Box damals, vor ein paar Jahren. Und die war nichts mehr, die Haarbürste. Und dann habe ich mir die nachbestellt und dann habe ich die Kooperation angeboten bekommen, hatte die in einer Welcome-Box drin und jetzt habe ich die wieder drin. Aber die ist richtig, richtig gut und die werde ich mir auch wieder ins Backup legen, weil ja, irgendwann ist die halt einfach nichts mehr und die ist super gut von Unwen Eco Hairbrush. Die ist wirklich richtig, richtig gut. Die kann ich euch absolut empfehlen. Und ich habe ja wirklich, ich habe ja mega dicke Haare, Locken und die hält lange, die bricht nicht ab. Die ist wirklich richtig stabil, also die ist mega gut, kann ich euch absolut empfehlen. Und das ist das extra Goodie, kostet 15 Euro. Also die ist wirklich schön und ja, ich weiß nur gerade nicht, wo ich die hingemacht habe ins Backup. Ich habe hier umgeräumt, dass ich einen besseren Überblick habe und finde nichts mehr. Man kennt's. Genau, das war's jetzt mit der Welcome Box. Die monatliche Goodie Box, die müsste dann irgendwann demnächst auch noch eintrudeln. Aber genau, schaut in der Infobox wegen dem Link, da könnt ihr sparen, 50% nämlich. Und ich finde, das war eine gute Box. War eine schöne Welcome-Box, über 100 Euro wert. Das war's, ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, macht's gut, tschüss.